Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Letzte Woche haben wir die Paste aufgetragen auf die Platinen. Ich habe euch gesagt, ich habe den ATTiny 45 in dem Fall auf einer Stange geliefert bekommen. Ich könnte jetzt die Bauteile hier rauskippen und irgendwie in die Maschine einzeln reinlegen. Da aber Stangen in der Regel mit einem relativ coolen Teil verwendet werden in der Bestückmaschine, teste ich das jetzt mal. Das coole Teil, Namen habe ich euch das letzte Mal schon verraten, heißt Vibrationsfeeder. Gab es mit dazu, mit Ersatzschrauben, zu meiner Bestellung. Oh, schauen wir uns das mal an. Da noch was drin? Nee. Das Teil sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben hier drei Schrauben drin. Die packen wir gleich mal raus. Ich glaube, das sind auch die drei Ersatzschrauben, die dabei sind, weil die, kann ich mir gut vorstellen, kann man relativ leicht verlieren. Da das Teil, Vibrationsfeeder, der Name sagt schon, das Teil vibriert. Schrauben wir das erstmal wieder zusammen. Und mit diesen Vibrationen macht dieser Feeder jetzt etwas ganz, ganz Cooles. Ich finde es schön, dass es bei Mauser diese Verpackungen gibt. Jeder weiß, dass in so einer Stange 96 Stück drin sind. Nee, Mauser macht den Staffelpreis bei 100 Stück, weshalb man nochmal 4 oder 5, da sind da 95 drin in der Stange, ich weiß nicht, 5 nochmal extra kriegen muss, anstatt dass den Staffelpreis auf 95 drehen würden. Naja, das sieht jetzt so aus. Diese Stange kommt hier rein und steht dann hier vorne an. Jetzt kann man hier seitlich aufschrauben und die Größe anpassen an die Stange, die man gerade reinpacken will. Macht, glaube ich, Sinn. Hier hinten ignoriere ich das einfach. Ich sage, das reicht, wenn man es vorne anpasst. Man kann hier die Höhe von dem hinteren Teil einstellen, wie weit die Stange hochgebogen wird. Ja, und jetzt passiert etwas relativ Witziges. Das kann man hier einstellen. Ah, hier kann man auch noch eine Höhe einstellen. Okay. Jetzt passiert etwas Witziges. Die Maschine nimmt vorne einen Chip raus und dann vibriert das Ganze. Relativ sanft sogar. Ich habe es schon mal vorher kurz eingesteckt gehabt, zum Gucken, ob es überhaupt brennt oder nicht. Es vibriert es. Die Maschine hat im Übrigen da vorne, kann man das erkennen, da ungefähr, da den Anschluss für den Vibrationsfeeder. Ich hoffe, das Kabel reicht, weil ich muss ihn hinten hinpacken, weil vorne, wie man sehen kann, ist kein Platz mehr. Jetzt nimmt das Ganze ein Bauteil raus, dann vibriert es so ein bisschen vor sich hin und dann rutscht quasi durch die Schwerkraft und durch die Vibration rutschen die nächsten Bauteile weiter und es liegt vorne frei zugänglich wieder ein weiteres Bauteil. Jetzt mache ich aber hier doch noch schnell eine Feinjustage. Jetzt kommt natürlich die Frage, wo legt er das Bauteil vorne hin? Man kann jetzt die Stange hier so ein bisschen überstehen lassen, wie ich es jetzt hier so mache. Dann wird das Bauteil vorne runterfallen und hier vorne drin liegen. Ich zeige euch jetzt aber einen richtig coolen Trick, wie man das schön machen kann. Oh, das hält gut da hinten gerade. Ein bisschen zu weit gedreht. Ich zeige euch jetzt mal einen coolen Trick, wie man das Ganze machen kann, indem man die Stange aufschneidet. Dass man die Stange quasi dazu verwendet, um dieses Bauteil zu führen. Und dazu schiebe ich das jetzt mal nach hinten und markiere mal hier mit dem Messer schon mal, wo das Bauteil endet. Das endet ungefähr hier. Ich gebe einen Millimeter oder so Luft. Bis hierhin also. Und dann schiebe ich die Bauteile wieder hinten rein, damit ich nicht ins Bauteil reinschneide. Und jetzt schneide ich einfach hier runter an dieser Stelle. Bis ganz nach unten auf beiden Seiten. Und schneide hier seitlich einmal, zweimal. Jetzt kann das Bauteil vom Vibrationsfeeder nach vorne geschoben werden. Ich vibriere jetzt mal, ich spiele jetzt mal Vibrationsfeeder. Hier vorne habe ich allerdings einen Anschlag beim Vibrationsfeeder. Dann hat das Bauteil nämlich seitlich ein bisschen Führung, kann nicht zu weit hin und her rutschen. Und die Maschine kann es relativ schön aufnehmen. Ist zwar einmal so ein Aufwand, man muss quasi jede Stange einmal so ein bisschen präparieren und ein bisschen aufschneiden,
aber ich finde, dass sich die Arbeit schon grundsätzlich lohnt. Wenn ihr bessere Ideen habt, wie man es anders machen kann, dann bin ich natürlich gern dafür bereit, die auch entgegenzunehmen. Ansonsten werde ich es jetzt so lange mal so machen, wie ich das hier jetzt kenne. Man kann es sogar noch verschließen, trotzdem, dass ich vorne was abgeschnitten habe. Also Win-Win-Situation. Ich habe jetzt hier hinten schon mal die breiten Fieder hingepackt, weil ich die vorne nicht brauche, weil die breiten Fieder ja eine Bildverarbeitung von der Kamera hier hinten benötigen, die HD-Kamera, welche das große Sichtfeld hat. Ich gucke jetzt mal, wo ich das Teil hingeschoben kriege. Hier passt es rein. Ja, sehr gut. Hier vorne ein Griff, wo er einrastet, somit verankert. Ja, soll sich hoffentlich nicht mit der Kamera beißen. Er nimmt gut Platz weg. Ich gucke mal, ob ich den Fieder hier seitlich, wo ich den rankriege. Ja, hier. Hier kriege ich den noch ran. Das ist ein 16er Fieder, den ich hier habe. Und der 16er Fieder, ja, hat jetzt nichts mehr Platz hier. Ich habe hier quasi von Position 10 bis Position, wie weit geht's? 16. Also der Rüttelfieder nimmt uns 6 Positionen in der Maschine weg, was ja aber wieder gut gemacht wird dadurch, dass man ja hier auch ganz viele Bauteile hinkriegt. Jetzt schauen wir uns mal an, ob das Kabel lang genug ist, dass wir den jetzt vorne einstecken können. Aber wenn ich das richtig sehe, reicht das Kabel, als hätten sie sich was dabei gedacht. Es reicht exakt, dass man es hier vorne einstecken kann. Ich gehe jetzt hier einmal innerhalb von dem Fuß vorbei, damit wir noch ein bisschen Reserve haben, damit ich hier nicht mit dem ganzen Zeug im Weg bin. Und dann sieht man hier ganz gut, das Kabel ist locker lang genug. Noch gucken, wie rum das da jetzt reinkommt, so rum. Einmal zudrehen und das war's dann schon. Der Fieder hat standardmäßig Strom, wenn die Maschine aus ist, was bedeutet, dass hier hinten auch ein Ausschalter am Fieder dran ist, was aber für uns ganz praktisch ist jetzt in dem Fall, weil ich kann einfach mal einschalten und euch zeigen, wie das funktioniert. So, jetzt liegt das Bauteil vorne an. Jetzt kann die Bestückmaschine kommen, das Bauteil nehmen, an der Kamera hier hinten vermessen und dann auch bestücken. Das war es jetzt auch schon mit der Einrichtung von Vibrationsfeder. Hat einigermaßen einfach funktioniert. Nächste Woche, die Maschine läuft, behandeln wir einfach mal die Bestückmaschine. Wir richten Fieder ein, wir richten die Fieder hier vorne ein und bestücken die DCF 77 Uhr. Bis dann!